Cuisine Mon Menu vous est présenté par Sabag, votre partenaire pour les cuisines sur mesure, Swiss Made à Nido. Et EGB, la coopérative à savoir-faire vinicole depuis plus de 100 ans à Bienne. Cuisine Mon Menu, l'émission où deux invités préparent chacun le menu de l'autre, sans aide ni recette. Au final, les plats sont dégustés et notés. Aujourd'hui, dans Cuisine Mon Menu... Eben der Pat von der Cool und Kochen ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Eben der Simon Lütti von Volksrocks und Kochen ist bei mir vor allem eine Kinderangelegenheit. Sie haben es meistens gern. Mal schauen, ob man das essen kann, was du da kochst. Ja, kommt auf deine Zutaten an. Das hat etwas. Es gibt etwas Gesundes. Es gibt ja nicht viel, was ich kochen kann, aber das sieht nach einem Chili aus. Jawohl. Und ich glaube, das sollte ich herbringen. Mehr oder weniger. Die erste Hälfte sieht aus wie ein Kinderzwiebel. Und dann haben wir ein bisschen Boulet. Reis. Ja, sieht super aus. Also, ich glaube, ich weiß schon, was ich mit dem anstelle. Hey Pat, die Zutaten sind unterdessen gesichtet. Das ist glaube ich, auch bei mir recht offensichtlich, wie bei dir auch. Gefüllte Tomaten, Concarne. Viel Spass. Ah, wie? Ah, gefüllte Tomaten, Concarne? Zuerst habe ich es nicht einmal richtig gesehen. Okay, okay. Ich habe gemeint, es sei ein normales Chili con Carne. Jetzt ist es nicht, aber ich habe es sehr, sehr gerne. Also Simon, ich will natürlich ein Ricasimir. Eines meiner Lieblingsessen aus meiner Kindheit. Ja, Ricasimir, gibt es bei uns etwa die? Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Jetzt, als ich gesehen habe, dass es ein Menü ist, das ich auch schon mal gemacht habe, bin ich echt recht erleichtert. Ah, ich bin ganz allein. Dann geben wir ihm noch ein bisschen Pfupf auf diesem Zeug. Zuerst Zwiebeln schneiden ist zum Beispiel etwas, was ich regelmässig mache daheim. Das ist so richtige Assistentenbeutz. Es wäre auch noch wichtig, dass es schön durch wäre. Top Senja bietet sich hier nicht so. Aber das habe ich nicht gerne gepackt. Das wäre auch Premiere. Dass ich noch etwas mit Bärlauch mache. Das ist immer ein kleiner Heisse mit denen hier. Ich weiß ja nicht, wie scharf sie sind, aber probieren du jetzt nicht. So, jetzt hat das eine Farbe, jetzt ist schön, tipptopp. Oh, und schlimmer ist ja, keine Ausrede mehr. Jetzt muss ich das halb machen. Ich habe gemerkt, Früchte gehen vor allem dann gut, wenn sie eben nicht aussehen wie Früchte, sondern wie ein Monsterli. Also machen wir in so einer Art ein Teufel, würde ich sagen. Die Augen ausholen, spitzige Zähne und ein grosses Maul. Schön, oder? Tipptopp. Und jetzt machen wir ihm die Hörner noch. Dauerdeko. Also jetzt ernsthaft, was machst du mit einem Herdöpfel? Der kommt immer nicht rein. Was machst du mit einem Herdöpfel? Ja. Ihr könnt schon lachen. Simon. Nummer 2. Basteln mit Simon. Neues Sendeformat. Jetzt einschalten. Ja, wir haben auch einen Podcast. Originell, wie wir sind, machen wir einen Musiker-Podcast, also von Musiker mit Musiker über Musik. Was ich nie wieder machen, ist zum Beispiel ein Koch-Podcast. Noch lustig, er hat ja gesagt, das sei sein Lieblingsmenü als Kind. Kindheitserinnerungen. Ich habe das Gefühl, mit unserer Deko wird das noch viel krasser. Ja, er hält. Gefüllte Tomaten. Der Bühne Huber hat ja mal behauptet, die nicht gut zusammen essen können, können nicht gut zusammen Musik machen. Ich sage, das ist nicht wahr. Noch ein gesundes Dessert. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake.
Voilà. So! So, da sind wir noch nicht gelb. Nehmen wir jetzt hier noch mal anständig. Fendi ist noch schwer. Es sieht gut aus, aber wir haben. Ja, nein, es sieht nicht gut aus. Aber gut ausgesehen ist auch nicht wichtig, es muss fein sein. Ja, es ist jetzt einfach, wie es ist. So, gefüllte Tomaten, Chili. Nach dem Simon sind wir Rezept. Mal schauen, ob er es gerne hat. Ich finde es noch fein, ehrlich gesagt. Ich finde, es sieht recht lecker aus. Wie bei den Kindern. Es isst sich einfach schon besser, wenn so etwas nach etwas aussieht. So. Kindheitserinnerungen für einen Pat. Ich glaube, der wird Freude haben. Röschli, Pat, Simon. Danke fürs Kochen. Ja, merci dir vielmals. Feiner Wein. Der ist herrlich, ja. Fast aus der Region. Finde ich super. Ja, ich muss sagen, der Gute. Also, ja, für die Anrichtung bekommst du schon 10 Punkte. Okay, ja, du hast gesagt, wenn ich jetzt ein 9 wäre, aber. Du hast gesagt, Kindheitserinnerung. Die Töpfel sind eigentlich reingeraspelt. Ja, bei dem, also bei dem, den der auch gehabt hat. Okay. Gut, so, komm, jetzt essen wir mal. Ich glaube, das. Hey, es sieht Hammer aus. Das ist der Bärlauch, gell? Machst du das wirklich mit Bärlauch? Nein, aber nicht immer. Ja, aber schon, oder? Den heute Morgen effektiv bei uns im Wald oben geholt. Nein! Ja, und das ist. Ich finde immer, wenn du kannst, koch mit dem, wo kannst du reichen. Weil es ist frisch, es schmeckt anders und es kommt nicht immer mit einem Lastwagen von irgendwo her. Und das stimmt, das ja. Bis auf Tomaten. Aber ich weiß nicht, ob das ökologisch ist, wenn er irgendwelche Heizlampen braucht, um Tomaten zu züchten. Ich glaube es nicht. Sollst du auch, wenn er etwas anderes züchten. Genau. Pat, Chapeau vor deiner Leistung. Darum Note 10. Sämtliche Zutaten verwendet, sogar der selber gesuchte Bärlauch von heute Morgen. Das war super gewesen. Merci vielmals. Also ganz ehrlich, wenn der Simon regelmässig für mich kochen würde, hätte ich Freude. Für mich gibt es eine Szene. Ja, Essen ist halt einfach immer etwas Schönes. Und wenn es noch einen guten Wein dazu gibt, dann ist es einfach ein perfekter Abend. Cuisine Mon Menu vous a été présenté par Sabag. Dans notre propre production à Nido, nous réalisons votre cuisine de rêve. Et EGB, la coopérative à savoir-faire vinicole depuis plus de 100 ans à Bienne.